Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Videorezension bei mir auf dem Kanal mit den Lego Harry Potter Sets des Jahres 2019. Und es geht weiter mit dem Hogwarts Uhrenturm mit der Setnummer 75948 mit 922 Bauteilen, 8 Minifiguren. Als Empfehlung seitens Lego ist 9+ und das Set hat einen UVP von 89,99 Euro. Und ich hoffe mal, dass man da auch eine ganze Menge für bekommt. Also jetzt von der Größe her. Denn ich möchte auch ganz gerne hinten, was da hinter mir steht, das bespielbare Hogwarts eben auch weiter ausbauen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Lego da in dem Bereich auch weitermacht. Also nicht nur dann drumherum was macht, sondern auch das Schloss erweitert. Ja, es geht diesmal um den Winterball und das Trimagische Turnier. Zumindest sind die vier Trimagischen Champions mit dabei. Fleur de la Cour, Fleur de la Cour. Dann Viktor Krumm, Cedric Diggory und Harry Potter natürlich. Der darf in keinem der Sets natürlich fehlen. Und wen haben wir da noch? Madame Maxime ist noch mit dabei und Albus Dumbledore. Ja, eine ganze Menge Minifiguren. Das heißt, nachher wieder eine ganze Menge Fotos machen, wenn ich damit durch bin. Und auf der Rückseite sieht man natürlich noch ein bisschen was. Das da oben, ne, die Uhr ist zum Kurbeln, also ohne Motor. Man kann natürlich den Motor anschließen, dann ja, als wenn dann die Uhr halt so einen riesen Zeitsprung macht. Drin sieht es natürlich dann auch winterlich aus. Gut, der Ball ist im Winter, aber drin ist dann halt alles auch so ein bisschen winterlich geschmückt mit, was sieht man es hinten auch, ja, diesen Tischen mit in Weiß gehalten, mit Kristallen drauf. Irgendwo hängen dann auch Eiszapfen rum, was aber, denke ich mal, mehr zur Raumdeko, da zur Raumdeko gehört, als eben zu den, gut, gerade kein Cutter dabei, muss ich irgendwie anders lösen. Es gehört wahrscheinlich dann nicht zum Außenrum. So. Okay, jetzt muss ich hier mit dem Draht irgendwie versuchen, die Lasche zu öffnen. Wenn das denn hinhaut. Doch. Das geht auch. Man kann ja improvisieren. Zumindest bei solchen Sachen. So, Knatsch. Der Karton wiegt ordentlich was. Ich habe ihn jetzt nicht auf die Waage gestellt. Huch, eine Platte liegt schon mal Dose bei. Das war's. Okay, noch eine Platte. Und zwei von diesen achteckigen Bauplatten dabei. Ein türkisfarbener Teiletrenner. Es sind hellblaue Teile dabei, Zahnräder. Für irgendwelche Funktionen. Wahrscheinlich dann zum irgendwas tanzen lassen. Ja, und sehr viel Weiß. Dann Baugruppe Nummer 2. Da geht es schon ein bisschen mehr wieder ans Mauerwerk. Es sind auch wieder diese großen Teile dabei. Natürlich kann man mit den kleinen, also ich habe die großen Teile auch nicht so gerne, also ich baue dann auch lieber mit normalen Steinen und ziehe dann auch wie Mauern hoch. Aber naja, gut, wahrscheinlich in dem Preisbereich nicht unbedingt so machbar, dass jetzt hauptsächlich kleine Steine, denn mit den großen Teilen kann man halt schneller irgendwas hochziehen. Dann die Baugruppe 3, doch mehr Mauerwerk. Ja, das war die 4, das war jetzt die 5. Da wird es wieder ein bisschen andersfarbiger. Da ist auch dann die Uhr mit dabei. Ein bedrucktes, schönes, großes Teil. Und dann zum Schluss noch die Nummer 6. So ein bisschen Ausschmückung, ein paar Zinnen wahrscheinlich. Ein paar kleine Türmchen, die noch irgendwo hingesetzt werden. So. Hey. Das ging ja eben mit dem Draht. Aber ob ich jetzt auch das irgendwie so erreichen kann? Puristen bitte wegschauen. Na. So. Jetzt mal die Aufkleber rausschütteln. Es sind zwei Stickerbögen dabei. Ein kleiner, ein großer. Der kleine ist auf transparentem Material gedruckt. Da ist auch was drauf. Das sieht aus wie ein Fensterelement bzw. eine Bleiverglasung, die damit dann dargestellt werden soll. So, da haben wir schon mal das schöne Buch dazu. Buch deswegen, also Klebebindung, keine Klammerbindung. Außen schönes, festes Papier. Ja, da hat man was in der Hand. Gut, vorne ist erstmal nur wieder normaler Lego-Stuff. Allgemeines.
So, und dann hier haben wir hier erstmal die einzelnen Baugruppen. Und das viele Weiße, ja, ist tatsächlich unten der Raum, wo dann drin getanzt wird. So. Ja, dann die Figuren, Madame Maxime mit einem sehr großen, ja, mit einem Slope. Nichts irgendwie Stein, ein normaler Slope. Ja, ist ein normaler Slope. Also ein Dachstein, ein langer, den sie da genommen haben. Ja, da baut man dann halt so langsam, ne? Mach ich mal eben Schnelldurchgang. Dann Hogwarts eben zusammen oder den Bereich mit dem Uhrenturm. Der, ich finde, da hätte er noch eine Etage vertragen können, damit er noch so ein bisschen höher wirkt. Man könnte das Ding sowieso mal aufstocken. Ne? Auch den großen Turm, der könnte auch noch ein bisschen was vertragen. Wirkt so ein bisschen gedrungen. Ja, und damit durch sind wir. Ich meine, geil aussieht, tut's. Ne? Das ist irgendwie. Ja, ich mag diese Architektur auf jeden Fall. So, wo bin ich jetzt gelandet? Ja, da kann man was drehen. Da ist alles zusammengestellt. Da. Ach, das ist ja wieder mit 5 und 7. Also Bauschritte. Hier irgendwas mit 217 auf Seite 164. Und dann geht dann nochmal der Baum los, wieder bei 1. Ja, aber 164 Seiten, ein bisschen mehr, hat das Ding dann schon. So, dann noch die, das Ding einfach wieder an die Seite. Dann noch die Aufkleber, das meinte ich hier mit dem transparenten Stickerbogen, mit der Meerjungfrau aus dem Badezimmer der Vertrauensschüler. Dann ein bisschen so, ja, weiß nicht, Tordurchgänge oder Arkaden halt, ne, mit irgendwelchen aufgedruckten Figuren, obwohl das da unten. Ach nee, ist der. Ne? Okay, das Fox scheint das zu sein, der Phönix. Und daneben dann der sprechende Hut. Aber den sprechenden Hut, den haben wir doch schon gebaut. Der ist doch im Turm drin da. Ne? Habe ich doch neulich erst wieder runtergerupft. Beim Reinfassen runtergeklappt. Na gut, aber zumindest, das sind halt die anderen Sticker noch. Das sind jetzt 1, 2, 3. Achso, das sind so L-förmige. Da sehe ich jetzt gerade den Schnittverlauf nicht. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, sage ich jetzt mal. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja gut, 14 Aufkleber sind eben dann noch zu verkleben. Ja, ich fange jetzt erstmal an zu bauen. Habe jetzt erstmal wieder ein paar Stunden was zu tun. Freue mich tierisch drauf und ich blende gleich mal über zu den Minifiguren. Und los geht es mit den Tri-magischen Champions. Allen voran Harry Potter. Wie soll es auch anders sein? Er trägt seinen Festumhang. Naja, sieht hier momentan mehr aus wie eine Festjacke. Mit großer weißer Fliege, einem weißen Hemd. Und damit man auf dem schwarzen Haupt was sieht, sind noch ein paar weiße Strukturfalten aufgebracht. Harry verfügt noch über ein zweites Gesicht, wo er dann etwas ernster reinschaut. Auf der Rückseite, da sieht man auch noch ein bisschen was von seinem Kragen, eben von seinem Umhang und auch noch mal ein paar Falten. Minifigur Nummer 2 ist Fleur de la Cour in einem grauen, ja doch recht schlichten Kleid. Obwohl ich schade finde, dass das Unterteil nicht mit bedruckt ist. Also oben richtig schön so mit den silbernen Streifen, die Taillierung, aber unten ja einfach nur so ein grauer Klotz. Fleur, finde ich, guckt etwas ernst. Zwar ein Mundwinkel ist nach oben gezogen, aber dennoch etwas ernster. Und auf der Rückseite erschrocken. Ich glaube, das wird wahrscheinlich der gleiche Kopf sein wie auch bei dem Hornschwanz-Set. Deswegen, ja, da wird wohl ein Fleur-Gesicht für zwei Sets verwendet. Nächster Kandidat ist dann Viktor Krumm. Die Haare gefallen mir jetzt irgendwie nicht so. Man sieht es auch da nochmal von hinten. Sieht ein bisschen komisch aus. Die Uniformjacke finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Also mit den ganzen Details drauf. Das kommt schon sehr gut rüber. Er guckt jedoch etwas, ja, weiß nicht, also nicht so richtig, auch wenn er lächelt, ja, unsicher. Aber ja, doch, kommt vielleicht auch so ein bisschen hin. Auf der Rückseite wirkt er dann grimmig, so ein bisschen Durmstrang-mäßig. Und die Figur von der Rückseite, hinten auch nochmal schöne Details drauf von seiner Festuniform. Da kann man gar nicht Festumhang reden. Und ja, da sieht man so ein bisschen, was ich an den Haaren meine. Also irgendwie nicht so ganz zufriedenstellend. Dann der vierte Champion, Cedric Diggory. Und der ist auch sehr schlicht gekleidet. Ähnlich wie Harry allerdings mit einer schwarzen Fliege. Cedric hat dann noch einen zweiten Gesichtsausdruck. Da guckt er dann auch verbissen. Kann natürlich auch gut sein, dass es das gleiche Gesicht ist, der gleiche Kopf, wie eben auch beim Hornschwanz.
Und auf der Rückseite sieht das Ganze auch ähnlich aus wie bei Harry. Ein bisschen Festumhangs-, Kragen-, Kapuzen-Ding da oben angedeutet und noch zwei Faltenstreifen. Dann sind noch zwei Gryffindors mit am Start. Natürlich Ron in seinem sehr interessanten Festumhang. Den finde ich sogar besser als die wirklich eleganten, schlichten. Also dieses altertümliche, ja, abgenutzte fand ich also auch im Film ziemlich cool. Und ist auch hier sehr schön und detailliert umgesetzt worden. Die Frisuren auch von Harry, das war ja dieses lange Design, diese etwas längeren Haare, die auch Ron jetzt hier trägt. Das war ja ein signifikantes Frisurenmerkmal im vierten Teil. Hier guckt er zumindest etwas unsicher irgendwie und auf der Rückseite vom Kopf ist da noch ein ernster Gesichtsausdruck aufgedruckt. Und auf der Rückseite wird auch der Druck von seinem Festumhang sehr schön dargestellt. Dann natürlich noch Hermine, die sehr elegant daherkommt, wie auch im Film. Das Haarteil finde ich fast so ein bisschen zu wuchtig, also zu aufgebauscht. Ich glaube, das war im Film nicht ganz so hoch tupiert, weit tupiert, irgendwie, als wenn da irgendwie nochmal ein bisschen Luft unter die Haare geblasen wurde. Aber der Druck auf dem Oberteil finde ich also sehr schön. Das Unterteil ist kein Rockteil, sondern einfach bloß ein 1x2er, der aber nur leider von der Vorderseite bedruckt ist. Und darunter ist nochmal eine 1x2er Platte als Saum gesetzt worden. Auf der Rückseite vom Gesicht, was zum einen ja etwas ernst aussieht, ist noch ein noch ernsteres Gesicht. Also da ist richtig sauer und das passt auch zur gesamten Gegebenheit, wo sie dann eben Harry und Ron einmal so richtig schön zusammenfaltet. Auf der Rückseite kann man leider durch die Haare jetzt nicht so viel sehen, die zupft mal eben runter. Zumindest das Oberteil ist hinten auch so ein bisschen weiter ausgeschnitten, also der Druck sieht zumindest auch sehr gut aus. Aber wie gesagt, unten da vermisse ich so ein bisschen Details dann auf dem 1x2er. Dann kommen wir zu den beiden erwachsenen Figuren, die dem Set beiliegen. Eine sehr große Erwachsene ist natürlich Madame Maxime von den Beaubatons mit einem sehr tollen Kleid. Also der Druck sieht wirklich gut aus. Wirklich, das ist wie angegossen. Das ist ja nur ein Slope, so ein Dachstein, der unter dem Oberkörper sitzt. Aber es läuft, vergeht wirklich, also der Druck geht wirklich in einem durch. Den Gesichtsausdruck finde ich gut. Die Haare finde ich vor allem auch treffend. Und auf der Rückseite vom Kopf hat sie dann noch einen, das sieht dann betrübt aus. Also die anderen waren ja einfach sauer, wenn sie irgendwie, wenn man den Kopf gedreht hat und sie ist dann einfach nur etwas, ja, niedergeschlagen. Die Rückseite des Kleides sieht auch bombastisch aus und das ist eben das, was ich auch bei Fleur vermisst habe, dass da eben, hier ist doppelt bedruckt und bei Fleur war irgendwie auf dem Unterteil gar nichts. Und auch hier das Kleid sehr schön wiedergegeben, da ist fast sogar schon schade, dass die Seiten von dem Dachstein eben nicht bedruckt sind. Und zu guter Letzt der gute Albus Dumbledore in seinem Festtagsgewand. Da sieht man jetzt leider wegen des Bartes auch nicht so viel. Den werde ich gleich nochmal eben wegnehmen. Der Hut ist natürlich an den Haaren befestigt und vom Gesicht sieht man jetzt auch nicht so viel. Dann zeige ich eben mal kurz den guten Dumbledore ohne Bart. So, ich finde es immer witzig, wenn der geschoren ist. Aber so sieht man da zumindest den tollen Druck des Oberteils und auf der Rückseite vom Gesicht, vom Kopf hat er natürlich auch nochmal ein Gesicht. Da sieht er auch etwas ernster aus. Und dann nochmal die Rückseite, die auch von beiden, wo auch beide Teile bedruckt sind. Einmal dieses Unterteil, dieses rockähnliche Unterteil und auch das Oberteil wirklich detailliert bedruckt und wirklich sehr schön Ornamente auch so in dem Rückenteil, auch unten an dem Saum. Also Hut ab vor dieser grafischen Umsetzung. Dann haben wir noch ein wenig Ausschmückungsmaterial. Einmal einen Weihnachtsbaum, es ist ja auch der Weihnachtsball. Im Original heißt das Ganze dann Juleball. Und bedeutet das Gleiche. Obwohl ich es immer ein bisschen komisch finde, dass halt die Magier dann auch was mit Weihnachten zu tun haben. Das Gesamtkonzept irgendwie, das finde ich so ein bisschen Winterball hätte man das Ganze ja auch nennen können. Aber zumindest, das ist dann eben dann, wie man sieht, ein Weihnachtsbaum, oben ein Stern dran. So. So. Sieht das Ganze dann aus. Und das sind nochmal zwei Tische, die dabei sind mit ein paar Karaffen drauf. Also hier stehen zumindest mal Karaffen drauf. Und auf dem stehen zwei Gläser und irgendwie so ein Behältnis drauf. Es können natürlich auch irgendwelche Eisskulpturen sein. Also zumindest mit Eiszapfen und sowas. Aber das ist ja keine echte Eiszapfen, das ist ja dann wirklich bloß Deko. Und zur Deko, zur weiteren Deko komme ich dann gleich. Das ist erstmal das Gebäude von außen in der Gesamtansicht. Und um natürlich dann die Details zu sehen, werde ich das Ganze natürlich jetzt mal aus der Nähe betrachten. Und da fangen wir unten am Eingangsbereich an. Dieser kleine Vorhof ist natürlich etwas, normalerweise etwas größer, hätte schon ein bisschen weit ausladender sein dürfen, ein bisschen weiter vorgeholt sein dürfen. Da steht da auch noch eine Skulptur drin, aber das kann natürlich jeder nachher noch zu Hause nachbauen, wie er möchte. Dann gehe ich jetzt nach oben, also das Eingangsportal sehr schön dargestellt, die ganzen Fenster, noch ein paar Ornamente. Dann kommen wir dort zur
Uhr, die beiden Zeiger drehen sich nur zusammen, die kann man also nicht einzeln drehen. Hat ja auch ein bisschen, ja, Sinn von wegen einmal die Mechanik, die dahinter steckt. Und ich kann mal kurz versuchen, dahinter zu fassen, ohne was rumzureißen. Also hier ist ein Hebel, den sehen wir gleich nochmal. Und jetzt drehe ich ja noch was anderes. Ach nee, das ist die Kugel. Pop, da fiel schon das erste Teil. Da sieht man dann, die beiden Zeiger drehen sich dann eben zusammen. Oben ist nochmal eine zweite Uhr angesetzt, so eine kleine, das ist allerdings dann ein bedruckter Schild, also keine Fliese oder sonst irgendwas. Diese Schilder sind das. Da sind nochmal ein paar hoch aufgestellte Fenster eingesetzt. Ja, und noch die beiden Turmspitzen. Jetzt gehe ich an der Seite nochmal runter. Also die architektonische Umsetzung von außen wirklich sehr, sehr cool. Dann haben wir hier an der Seite noch einen Turm und so eine Ecke. Also das Verwinkelte finde ich auch sehr schön gemacht. Auch den Absatz hier am Turm. Also dass er unten schlanker ist und dann oben dicker wird. Das vermisse ich so ein bisschen bei dem Turm, der bei der großen Halle steht. Und dann nochmal hier so ein Eckelement. Und da sieht man dann schon ein bisschen was von dem Innenraum, also dem Ballsaal. Und das ist der Ballsaal dann eben von innen. Also das ist jetzt nicht allzu viel. Wir haben hier im oberen Bereich so ein bisschen Deko mit Eiszapfen und hier eine Eissäule und ein Podest. Da hinten ist noch eine Fackel in einer Wandnische. Und da haben wir ein Fenster. Das finde ich jetzt so ein bisschen komisch, dass man das Fenster, sehen wir gleich noch kommen werden, von hier aus sieht. Aber okay. Dann haben wir hier eine Plattform. Wenn man die dann dreht, ups, wenn man die dann dreht, so, ist leider keine Kurve. Man muss also wirklich so drehen. Dann drehen sich eben diese Plattformen. Und da setze ich doch mal eben, wen setze ich denn drauf? Ich setze mal hier vorne den guten Viktor hin. So. Und dann Hermine. Das, ups, das habe ich Hermine gerade geteilt. Upsi, die geteilte Jungfrau. Ich bin auch, ja, Zauberer halt, ne? Das ist ja bei den Ehrlich Brothers, die momentan hier unterwegs sind, ja auch so. Die schneiden ja auch, glaube ich, alles durch. Oder schneiden die nicht mehr? Ist es mittlerweile out, irgendwen durchzuschneiden? Hermine kriege ich hier gar nicht drauf. Die passt da gar nicht. So, jetzt. So. Und dann können die da ihre Runden drehen. Sonst kommen sie da rum. Ach, wisst ihr was? Ich hau da. Jetzt hau ich da eben nochmal Maxim hin. Genau. Oh, auch zerteilt. Also beim Arm hochnehmen, das zerteile ich die Figuren immer. So, mein Maxim dahin. Dann den Dumbledore daneben. Oh, das wird schon ein bisschen schwerer, ne? Also da müssen wir die gute Maxim hier schon so halb nur drauf aufs Podest stellen und den Dumbledore auch. Sonst kriegen wir da wirklich so. Na, ist ein bisschen dicht dran, ne? Also es ist ja ein bisschen. Da wird hier Hagrid ein bisschen sauer, glaube ich. So. So, und dann können die Herrschaften dann da ihre Runden drehen. Ja, finde ich schade, dass hier an der Seite nicht noch so eine zweite, so eine Kurbel ist. Da ist meine Hand. Dass hier nicht noch so eine Kurbel ist, sondern dass man die Sache so drehen muss, dass man da irgendwie zwischen rum hantieren muss. Das ist irgendwie, ja, nicht ganz so toll. Oder dass hier oben eine Kurbel ist oder irgendwie das Ganze ein bisschen anders gelöst worden wäre. Also ich meine, habe gerade hier oben gezeigt, dass da eine Kurbel ist oder irgendwas. Also so finde ich das schon ein bisschen umständlich. Ne? Das ist irgendwie, weiß nicht. Ist auch schlecht zu motorisieren, also in der Art, wie es jetzt von Lego halt erstmal gebaut wurde. Na gut, gehen wir mal einen Raum weiter. Da haben wir dann im Keller, ich dachte mal, das wäre irgendwie im Obergeschoss, das Badezimmer der Vertrauensschüler. Ja, die Badewanne kennen wir ein bisschen größer, aber das ist dann halt, da hinten kommen dann halt, ist dann halt dieser Wasserhahn. Allerdings habe ich den mit buntem Wasser in Erinnerung. Gut, hier kommt nur blaues Wasser. Und na gut, oder Badezusätze, die da noch mit rauskamen, aber es war ja doch recht bunt. Da ist ja alles nur ein bisschen einfarbig. Da haben wir dann das Fenster, wo man auch quasi Licht durchscheinen lassen kann, mit der Meerjungfrau, die Harry dann zuzwinkert. Die Myrte, die hätte ich ganz gerne auch dabei gehabt bei dem Set. Die liegt eben leider nicht dabei. Ich weiß gar nicht, gibt es die Myrte eigentlich aktuell? Ist mir jetzt also nicht so bewusst. Über dem Badezimmer, da haben wir dann Dumbledores Büro mit dem Schwert von Gryffindor und diversen anderen Sachen. Da hinten der Hut ist noch aufgeprintet. Der ist ja im großen Turm auch noch enthalten. Da ist Fawkes als Aufkleberbild da hinten auch noch zu sehen. Dann Dumbledores Stuhl. Ich fange schwer an zu wackeln. Entschuldigung. Dann haben wir hier an der Seite noch Bücherregale. Dann Dumbledores Denkarium. Und an der Seite, finde ich, hätte noch mal dieses Teil stehen können, wo diese ganzen Erinnerungen drin sind. Also dieses güldene, gotische etwas, der kleine Schrank, diese kleine Vitrine eben mit diesen kleinen Amphoren oder Fiolen, nicht Amphoren, Fiolen.
Dann haben wir da auf seinem Schreibtisch eine kleine Schatulle. So, dann noch einen Becher oder eine Lampe oder was sein soll. Und daneben noch eine Schreibfeder. So, dann gehen wir wieder runterwärts. Das ist dann die Eingangshalle des Uhrenturms. Da steht dann eine Kiste und da steht dann auch der Feuerkelch, der da schon ja, seine blauen Dünste halt in die Luft abgibt. Dann eine Etage höher haben wir dann das Klassenzimmer zur Verteidigung der dunklen Künste. So, ne? Und ja, da haben wir noch ein paar Apparaturen stehen. So, einen Schreibtisch, Schreibfeder. Hier noch so ein bisschen Gedöns, dann noch eine, ja, so eine Haube mit irgendwas. Und ja, das kann ich nicht lesen, was da drauf steht. Ich hoffe mal, ich halte es jetzt still genug. Dann könnt ihr sicherlich entziffern, was da auf dem Schild steht. Ich habe momentan so ein bisschen Augenprobleme, auch mit einer neuen Brille. Das gebe ich ja gut zu. Dazu gehört dann noch dieses kleine Buch. Das lege ich jetzt einfach mal so hin. Ich mache es nicht als Foto. Schon aufgeklappt. So, das soll da oben auf dem Schreibtisch liegen, aber es würde sonst beim Hantieren immer runterrutschen. Und ja, das gibt auch hier bloß den einen Zauberspruch, den hat man nur auch schon mal. Ne? Wingardium Leviosa, lass es schweben. So, dann gehen wir nochmal eine Etage höher. Also Verteidigung gegen die dunklen Künste haben wir dann da gehabt. Da ist dann die Kurbel für die Uhr. Und hier oben natürlich bei der Uhr, das passt ja auch thematisch, zum Gefangenen von Azkaban. In der Nähe der Uhr war ja auch dann der Krankenflügel. Und da haben wir dann zumindest zwei Betten, wo wir dann Ron reinschmeißen können. Allerdings jetzt nicht in seinem Frack, sondern in seinen anderen Klamotten und in seinen normalen Klamotten. Und ja, da haben wir noch ein Bett, da kann auch immer anders liegen. Dann noch kleine Nachtschränke neben den Betten und noch ja, zwei Abtrennungen, ne, damit dann eben die Besucher ungestört sind. So, ich habe mir auch schon mal erlaubt, die anderen Teile mit auf den Tisch zu stellen, wie man wohl sehen wird, dass es nicht alles mit in dem Uhrturm-Set mit drin war. Gut, den Uhrturm, den müsste ich jetzt erstmal an die Seite schieben, denn der ist da etwas deplatziert. Dann die Halle als zentrales Element. Obwohl ich dazu kurz sagen muss, dass, wenn man jetzt die Teile aneinander setzt, nicht das Hogwarts-Layout bei rauskommt. Denn die Halle, wenn man die jetzt als vorderes Element nimmt, mit dem Treppenhausturm, dann der Uhrturm an der Seite, die Durchfahrt oder beziehungsweise der Standort der alte Standort der Peitschenden Weide war eigentlich ungefähr so 2 Meter jetzt hinter mir. Da hätte dieses Set dann eigentlich stehen müssen. Aber das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn ich da jetzt irgendwie in den Turnhalle ziehe, um das da irgendwie aufzubauen. Dazu sieht es, glaube ich, auch alles etwas luftig aus, wenn ich das so ein bisschen auseinanderziehe. Und die Andockung des Uhrturms muss ich wohl auch an der Halle vornehmen. Obwohl an der Halle eigentlich so gesehen normalerweise nichts dran steht, sondern vom Turm im ca. 45 Grad Winkel zur Halle oder die Halle steht zu diesem Mauerstück oder Gebäudeteil ca. im Winkel von 45 Grad, würde sich hier jetzt eine Wand lang ziehen und dann würde hier jetzt so der Uhrturm platziert werden. Ich werde es etwas anders machen. Ich denke mal auch so, dass man das dann auch besser bespielen kann, das Set. Also erstmal den Turm in die Mitte gesetzt. Die Zinnen bzw. die Turmspitzen sind wirklich immer etwas im Wege. Dann würde ich nämlich an den Turm dort das Mauerteil dran stecken, was bei der Weide beigelegen hat, was jetzt aber irgendwie nicht funktioniert, warum auch immer. Ach so. Falsche Packhole erwischt. So. Ja, etwas kompliziert. Es wird kompliziert. Komisch. Das ist mal wieder super. Das verzögert natürlich jetzt, weil ich die beiden Gebäudeteile nicht aneinander geklöppelt bekomme. Man braucht dann wirklich eine sehr gerade Fläche. Jetzt weiß ich auch, warum die Packs geändert wurden. Bei den Sets vom letzten Jahr, da waren zwei Technikstifte, also diese schwarzen mit dabei. So. Turmhalle und das Ding darüber. Da waren zwei Technikstifte dabei und jetzt sind halt ist mal ein Technikstift und dieser blaue Verbindungsstift mit dabei, der das Ganze bloß ein bisschen in Position hält. So, den Uhrturm jetzt da direkt dran knallen, das ist doof. Dieses Tanzrondell, das kann man ja abzupfen. Das passt, denke ich mal, ganz gut zur Halle.
Denn in der Halle wird ja dann auch gefeiert. So, dann haue ich das da erstmal dran. Rums. Das Ganze ein bisschen nach vorne. Und der kleine Turm, dieser hier, der steht ja eigentlich dann auf der anderen Seite des Uhrenturms. Uhren, nicht Uhr, sondern wegen, ne, sind ja auch oben zwei Uhren dran. So, den würde ich jetzt einfach mal hier an das Element setzen. Und da den Uhrturm dran. Ist irgendwie auch doof. Eigentlich müsste jetzt nochmal so abknicken. Das wäre natürlich jetzt nochmal cool. Da müsste man sich gegebenenfalls nochmal ein Element bauen. Ich gucke mal gerade, ob ich da noch was rausziehen kann. Nee, kann ich nicht. Also muss ich den erstmal so stumpf dann hier mit dran setzen. So. Ja, das wäre jetzt erstmal das Layout. Aber wie gesagt, so kann man das, denke ich mal, auch ganz gut bespielen. Man ist drin, hat auf der einen Seite also wirklich den ganzen Bereich offen. Man kommt gut in die große Halle. Man kann das Tanzrondell bedienen. Das seht ihr jetzt gerade nicht, aber ich habe hier schon wieder den Feuerkelch umgeworfen. So, zack. Ist ja eigentlich auch bloß eine Parkposition. Der müsste ja eigentlich dann auch in die große Halle. Also man muss also öfter mal in die große Halle, um die umzudekorieren. Denke mal, passt ganz gut, wenn jetzt hier nicht noch eine Mauer langlaufen würde, ein Gebäudeteil langlaufen würde, dann müsste man da irgendwie so komisch drüber greifen. Und als Spiel-Layout, denke ich mal, eignet sich das so ganz gut. Man kann natürlich jetzt noch anfangen, sich selber noch irgendwelche Teile zu bauen, die dann da irgendwie das Ganze noch erweitern, damit auch dieser Bereich jetzt mit der Tordurchfahrt von der Peitschen und Weide dann mehr nach hinten wandert. Aber wie gesagt, der Bereich ist eigentlich, ne, da hinten irgendwo sind dann die Gewächshäuser und andere Richtung, andere Hand ist dann quasi dieser Bereich mit der Tordurchfahrt. Ja, so sehen zumindest dann die drei Hogwarts-Spielsets momentan als Ensemble aus. Und ja, jeder baut das natürlich dann so auf, wie er es gerne dann haben möchte. Man kann natürlich dann noch, wie gesagt, noch andere Sachen sich dazu bauen oder komplett anders aufbauen oder sich manche Teile mehrmals holen und noch aufstocken. Ich habe vorhin am Anfang gesagt, den Uhrturm könnte ich mir höher ein bisschen besser vorstellen, aber ich habe den mit einem anderen Turm verwechselt. Ne? Also der Uhrturm, finde ich, hat schon die richtige Höhe. Bei dem großen Treppenhausturm, da werde ich wohl doch nochmal aufstocken. Mal schauen, nochmal ein zweites Set besorgen, um den dann noch ein bisschen in die Höhe zu ziehen. Das Problem ist aber, passt da nicht mehr ins Regal. Es passt so gerade mal mit der Spitze. Und ja, den Hut werde ich wahrscheinlich dann auch bei Dumbledore ins Büro setzen. Und na gut, das ist so eine kleine Umdekorierungssache. Aber das ist ja jetzt nichts irgendwie, was man großartig erwähnen muss oder zeigen muss. In dem Sinn bedanke ich mich wieder vielmal fürs Reinschalten und würde mich freuen, wenn auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und tschüss.